Wir sind wieder zurück und ein Highlight nach dem anderen da bei uns auf dem Stream. Nach dem Finale vom Dameneinzel, jetzt Finale im Mixed-Doppel. Das ist das erste und einzige Spiel heute im Mix, weil sie haben gestern schon gespielt bis und mit Halbfinale. Und wer sehen wir da auf dem Stream, Ursin? Linke Seite Philipp Gamper und David Teschler. Ich auf der rechten Seite der Tristan Devo und Nathalie Krieg. Wir sehen hier ein reines Ulrich-Spiel heute. Und Nathalie Krieg, wenn es mir ist, ja Titelverteidigerin letztes Jahr mit dem Peter. Hat sie letztes Jahr schon gewonnen? Jawohl. Und wir könnten vielleicht noch ganz kurz schauen, wer sie gespielt haben. Der Philipp und Divi gegen Fabienne und der Peter, dann gegen Angela und der Zubi und kämpft spielen noch gegen Jenny und der Zigo. Und nein, ich kann nicht mal anfangen, noch kurz schauen. Tristan und Nathalie gegen Cornelia und der Tömo, gegen Judith und der Zimi und dann noch gegen Michael Meyer und Eli Rauch, auch sehr umkämpfte Spiele. Ich würde sagen, wir gehen aufs Spiel. Immer noch einspielen, keine Angst. Ja, das Duell haben wir ja vorher schon mal gesehen im Stream. Im Einzel die beiden Herren gegeneinander. Philipp Gamper gegen den Tristan Devo. Mit einem besseren End dazumals für den Tristan. Aber auch sehr im Kämpfspiel gewesen. Auch über drei Sätze gegangen. Und ja, da freuen wir uns. Ich bin da in dieser Partie wahrscheinlich ein bisschen parteiisch. Für die Zürcher Kollegen und Kolleginnen. Ja, wir kennen natürlich die meisten oder viele von diesen Spielerinnen und Spielern. Aber wir mögen es natürlich allen gönnen, wenn sie gewinnen. Oh, schön, auf der Divi aus dem Stand schräg brushed. Ganz schön. Ganz diagonal. Das Tempo auch kann. Da ohne Schiri, weil beide Spieler oder alle vier Spieler sehr faire Spieler und da wird es wahrscheinlich kein Problem geben. Die dürfen wir ja auch ein bisschen härter spielen als auf dem Garlando. Weil einfach die Konsequenzen auch weniger gross sind. Ich gebe jetzt da einen Pin. Spannend. Aus der Mitte. Aus der Mitte. Ganz komisch. Komische Entscheidung. Wieso, dass er jetzt da ist? Jetzt hat er eigentlich das ganze. Wunderschön. Ja, die beiden Damen zeigen da gerne mal die Offensivqualitäten ganz am Anfang. Ja, der Philipp hat ja jetzt eigentlich die ganze Zeit Snake gespielt. Linie eben von den Dreiviertel-Position. Oh, schön reagiert da. Weiß nicht, warum dass er jetzt da das Gefühl hat, er müsse jetzt auf meinem Pinnast anfangen. Keine Ahnung. Was für ein Pass, da schauen wir uns doch gerne nochmal an. Schön provoziert da, die auf der Links lang. Philipp spielt gerade sehr gut auf dem Fünfer. Ja. Und jetzt verwandelt er ihn auch. Schön rausgenommen. Ein bisschen wie ein Notdure. Fängt er ist dann auch wieder Wandersnake spielen, nicht mehr links lang.
Recht gehabt von der Divi. Und Tristan sind kurz gesagt. Was für ein Pass da. Wunderschön. Gute Nathalie. Wirklich viel Tempo auch perfekt aufs Mändle gespielt. Ja. Er verwandelt dann auch. Jens Resultat für die schöne Aktion. Also der Kante passt nicht an. Schöner Bandenpass von Philipp. Bleibt da bis im Pinsystem. Und außen weit. Schafft da den Ausgleich. 3-3. Sieht man auch mal, wie sich die Stangen durchbügen. Wenn man halt wirklich mit der Körperspannung schießt. Die Fenster. Wie super Job. Letztes Mal hat sie aus dem Stand, das mal schiebt sie noch ein bisschen. Und das war ihr Feedback auch von gestern vom Philipp. Oh, schöner Block da. Vom Philipp ATV, dass sie doch auch öfters mal. Ach. Oh, schön. Öfters mal soll probieren, auch über die 2er-3er-Pass zu spielen, die sie gestern auf dem Carlando sehr schön gemacht haben. Schauen wir uns doch nochmal an, den Kantenpass. Hätten nachher verloren. Ja. Das war trotzdem schön gewesen. Das war wunderschön gewesen. Ja, und jetzt der Ersatzball für Divi und den Gamper. Und nehmen da das Timeout. Mal ein bisschen Helm rechnen. Wir haben kommen. Und weiter geht's. Schauen, ob jetzt hier der Pass kommt. Vielleicht haben sie sich jetzt auch abgesprochen. Noch. Bayer-Dreier. Bis dann macht er Pressing. Wow, ganz stark da von der Divi. Wenn wir mal die Statistik von dem Satz noch anschauen. Ja, das scheint nicht mehr alles so zu funktionieren. Und die 0% Trefferquote. Stimmt wahrscheinlich nicht. Natürlich auch für Technik ein langes Turnier da. Aber ja, der Philipp bleibt jetzt bis im Pin aus der Mitte. Lass mich noch. Einmal du staunst. Ja, ich finde, er hat das ganze Turnier durch, auch vorher, wo man ihn gesehen gegen Hannes. Spiele super gespielt, super geschossen aus dem aus der 3/4-Position aus dem Snake. Hat sich jetzt hier umentschieden, zum Finale etwas anderes machen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er da auch mal ein Video von der Nathalie geschaut oder vorher ihr mal ein bisschen zugeschaut beim Spielen. Ich finde, dass das ein gutes System sei.
Dann Block da auf den Dreier. Ja, der Tristan, der darf jetzt ein bisschen aufdrehen. Hat ja von diesen drei Goal hat ja Nathalie auch noch eins geschossen. Ivi hebt ihn sehr, sehr gut. Mhm. Auch am Tisch noch ein bisschen diskutiert, wie man gegen Tristan decken sollte. Ui, jetzt da ein schneller Pinshot von Tristan, aber auch der hat sie. Ist durchgerollt. Ja, jetzt hat er wie gestossen gemacht. Ist dann da. Genau. Noch mal der Stupser schlägt zwischendurch. Nicht. Ja, Philipp muss schauen, dass er dann da nicht zu nachlässig wird, da mit seinen Chancen am Dreier. Ja, ein bisschen klemmt der Ball. Haben ja alle vier an dem Tisch auch im Einzel als Heimtisch der Ulrich gehabt. Also auch Bibi. Bibi und Nathalie. Ja. Sind ja die einzigen beiden nebst der Judith von der Damen, wo der Ulrich als Heimtisch gewählt haben im Dameneinzel. Nathalie macht da auch einen super Job offensiv. Schon das zweite Goal, zweiter Satz. Perfekter Winkel, Pfosten rein. Sehr schön. Schön. Ah, düster und nach der Bahn nicht lang passt. Ah, Philipp. Da wäre offen gewesen, da hat er aber am Pfosten geschossen. Eigentlich schön ausgeschaut. Nathalie macht einen super Job hin. Aber eigentlich beide Goalies, auch Divi, auch zwei Goal im letzten Satz von hinten geschossen. Defensiv super gespielt. Meinst du, nächster Ballbesitz probiert es Philipp nochmal aus der Mitte oder stellt er um? Hin aus der Mitte oder stellt er? Könnte sein, dass er dann bald mal an den Punkt gelangt, wo er einmal umstellt. Da wieder der Kantenpass aufs mittlere Männli. Ah, jetzt kommt er mal aus dem Wandersnack, der zog lang. Ah, gut, das war nicht so andere gewesen. Eher statisch gewesen. Da kommt jetzt auch das Timeout von Philipp und der Divi. Ja, ich glaube, der Philipp wäre wirklich gut beraten, da wieder auf seinen Snake umzustellen. Ich finde, er hat das super gemacht durch das ganze Turnier. Und ich glaube, das wird er auch bald mal kommen. Ist Strömer auch gesehen, rechts lang spielen. Hin? Ja. Oder ich? Auch das hat eigentlich gut ausgesehen. Mhm. Sicherlich auch eine Option, die man umstellen kann. Bleibt da mal hängen. Immer noch beim Pin aus der Mitte. Nach Schluss schön angetäuscht, dann nochmal gestoppt und dann gleich weitergezogen. Ist bei den Pinschützen fast noch wichtiger als bei den Snake-Schützen, dass man eben nicht muss ausholen über den ganzen Ball, um den Schuss ansetzen, zum ganz rauszukommen. Ah, oh, schön da. Bis dann. Sondern dass man, auch wenn man den Ball ganz, ganz mittig geklemmt hat, dann halt trotzdem den Ball rausbringt, bis ganz in die Decke raus.
wenn man Sauce einfach stellt. In der Mitte sicher einfacher möglich, als wenn man rechts lang ansetzt. Ja. Schön. Jetzt doch ein bisschen rechts lang. Rausgesetzt. Schöner Schuss. Auch nicht an. Schöner Pass. Überhastet geschossen. Ist dann sagt merci. Sie nehmen wir. Ja. Ah, ich glaube, das ist etwas, wo Philipp auch noch ein bisschen machen könnte, halt wirklich weiterkämpfen, auch wenn man weit hinten drin ist. Dort fängt er dann an, auch ab und zu mal eben einfach ein bisschen schneller schiessen, ein bisschen sich weniger Zeit nehmen. Eben jetzt im Gegensatz zu Hannes oder zu Peter, wo dann da immer weiter fighten und sich dann halt auch so setzt, dann halt einmal gleich auch noch drehen könnt. Jetzt, dass zum Beispiel der letzte Schuss ein bisschen überraschend war, wenn er den macht, ist 4-3. Icebreak, einmal den Ball stellen, das Goal machen und man ist beim 4-4 und der Gegner ist unter Druck, weil er ja mal 4-2 im Führer war und dann kann ein bisschen alles passieren. Ja, aber Divi hebt da Team im Satz. Schöner Passversuch, ja. Sehr hart gsi. Hier hat der Wurfkurbler. Gut aufpassen für den Divi. Sehr schön. Ah, der Divi ist jetzt wirklich das ganze starke Spiel. Ich glaube, sie da nochmal eine gute Aktion. Bringen, jetzt geht er den Ball verloren. Schön. Stupser gemacht. Stupser tönt so harmlos, aber die kommen relativ scharf. Die kommen relativ scharf, ja. Die macht er wirklich sehr gut. Ah, da gibt es also die beiden verschiedenen Techniken. Die eine ist halt den Ball wirklich auf die Seite nehmen und dann einen Brush, also mit der Fläche drücken. Das ist das, was der Philipp jetzt da gemacht hat. Dann kommen die auch mit sehr viel Tempo und dann gibt es halt die Variante mit der Kante. Da bringt man ein bisschen mehr Winkel rein. Dafür sind sie auch ein bisschen langsamer. Ah, jetzt ist Timeout da vom Tristan. Ah, sich den Ball catchen auf dem Pfeifer. Gibt mir den Fanclub von der Divi in der ersten Reihe. Matsch. Natalie hat dann ein paar Inputs. Tristan hat jetzt gleich schon ein paar Chancen gehabt, auch, um den Satz zu beenden. Ja, wenn es 4-4 ist, dann ist man dann aufs Mal wieder unter Druck. Philipp wäre dann gut beraten gewesen, auch ein bisschen mehr Zeit nehmen und die Bälle halt wirklich dann gleich konsequent spielen. Hat für mich nicht so den Eindruck gemacht. Tristan ist die nächste Chance. Zum Satzausgleich und macht ihr auch lang. Ja. Spielen da weiter? Nein, noch nicht. Ja, ich denke, das Problem, wenn man weit im Rückstand ist in einem Satz, dann ist, dass man muss schnell aufholen muss. Dabei vergisst, dass man nicht schneller aufholt, weil man schneller spielt, sondern man muss im Gegenteil einfach schauen, dass man möglichst effizient jeden Ball in ein Goal umwandelt. Sie spielen jetzt tatsächlich gerade schon weiter. Keine Pause mehr. Ja,
Und passt auf den Philipp. Der dritte Mal wurde gestoßen, Pin an die Bande kommt. Beim dritten Mal klappt er den. Schuss. Ja, schöner Schuss. Yep. Da war die Frage, kann aber nicht stoppen, der Ball. Oh. Da mit dem Wandersnake und gestoßen weit. Schöner Schuss. Jetzt rechts lang. Funktioniert besser. Dunkt's mir. Schön rausgenommen, ja. Da haben wir wieder zwei reingefahren, das Timing eigentlich gehabt. Uch, schöner Catch da. Das ist eben auch ein Zeichen von einem guten Goalie, dass man so unglückliche Goal weniger kassiert. Weil sie Top-Goal ist, sie sind einfach reaktionsschneller als jetzt zum Beispiel. Bei mir wäre sie sicher rein. Aber ja, da ist sie auf die Achse. Gut gemacht auf der Nathalie. Rollt ihn weg. Wieder Alka. Ach, ganz schön. Stark. 2:2, Ausgleich. Schön. Reagiert da vom Philipp. Jetzt kommt der Snake. Ja. Ganz schön. Was sind im Feld? Guckt auf den Tristan, gefährlich zurückkommen. Die Wie ist hellwach. Ui. Ah, oh, schöner Pass. Nochmal schauen. Steht eigentlich dort ein bisschen zu weit gefahren. Hat nicht können annehmen. Atle probiert es genau mit dem Pass, aber auch da nicht mit Erfolg. Die Wie setzt es noch zum Zagen an und schiessen auch. Da die Chance zum Ausgleich. Tipp von der Divi. Der Ball. Weg raus. Aus dem Stand. Hat man gesehen. Der Ball auch gerade ein bisschen versetzt. Klemmt und nachher gerade durchdreht. Dass er ein bisschen eine gewisse Schräge aufgestoßen weit rauskommt. Schön Ball bei sich behalten da. Ja. Da gibt es glaube ich Diskussion. Okay. Schnell, ja. Schnell geregelt. Ja, ja, ich glaube der Philipp ist am Ball dran gewesen, aber es war ein bisschen ein härter Schlag gewesen. Dem her ist das okay. Werden sie sich einigen, aber man braucht keine Schiri da. Bis dann mit dem Zug lang. Ja, der zum Satzball. Ist jetzt
deutlich effizienter als noch vor 15 Minuten. Mhm. Jetzt wirklich da aufdrehen. Ja, da scheint es noch Diskussionen geben wegen einem Foul. Divi sieht, glaube ich, den Ball eher auf dem Dreier. Schwierig da vom Zuschauen. Ja, was da für uns bringt Sinn. Ah, oder gar kein Foul. Philipp sagt, glaube ich, auch, das ist kein Foul. Der ist dann nicht so gerne auf den 5er G, bin mir gar nicht sicher. Hat so ausgesehen, ja. Ja. Aber Natalie verliert den Ball. Aus zum Ausgleich. Tipp. Kurzer Push. Ah, ist wieder der Stupser. Ah ja, wieder. Da kommt das Timeout. Ja, irgendwie geht es nicht. 1-1, 4-4 bis jetzt. Haltet das Finale, was es verspricht? Die Wie geht da noch ein bisschen Tipps holen. Ja, die ersten zwei Sätze waren eher für den Goalies dominiert. Jetzt ist es eher die Stürmer, die den Takt vorgeben. Goalies müssen sich wieder ein bisschen anpassen. Was könnte man wieder ändern? Ist ja immer so ein kleines Zusammenspiel zwischen. Was kann der Goalie anpassen? Dann muss der Stürmer wieder ein bisschen anpassen. Und dann geht das einmal oft so ein bisschen hin und her. Und Peter und durch Tristan mit sehr, sehr viel Glück. Hier dann nochmal aus dem Stand schräg raus. Wegen weiter schiessen. Oh, er sieht auch offen aus. Ja, er schaut ihn an, er schaut ihn an. It's time out. Man hat es ihm richtig angesehen. Er will eigentlich den Dreier ein wenig versetzen. In die Richtung, so wie er nachher jetzt fast geklemmt hat. Noch ein bisschen weiter rüber und dann schräg in weiter nicht gekurbelt. Das hat er jetzt ein paar Mal angeschaut, hat er auch das erste Mal probiert und die hat ihn dann immer wieder so ein bisschen gezeigt und gezeigt und gezeigt. Hat sich jetzt aber da für das Timeout entschieden. Sicher eine gute Entscheidung von Tristan. Richtiger Ball, 4-4. Wer geht da in Führung mit 2-1 in den Sätzen? Ja, auf alle Fälle sehr entscheidende Momente zu dem Spiel. Der ist ganz schön rausgekommen. Perfekter rechter Winkel. Perfekt getroffen, kleines Loch. Schön geschossen. Schauen wir uns gerne nochmal an. Er hat einfach einen Ballplatz gehabt und der Ball hat auch Platz gehabt. Das, genau, hat er auch bewiesen, dass er Platz gehabt hat. Tristan hat ganz schön geschossen. Hat jetzt generell eine sehr gute Dreierreihe gehabt in dem Satz. Da seine Quote deutlich können steigern. Und auch sind Sagen, und er kurz hat, ist noch gleich relativ kurz zücht, finde ich auch einfach wahnsinnig schön. Und da freut sich jemand in der Halle. Wir hören es durch Kopfhörer. Ist das der Halle? Ich weiß es nicht, wer das war. So, 2-1 für Tristan und Nathalie. Wenn Philipp und Divi da ein bisschen Gas geben, sich den Titel holen.
Kasper Pfeiffer, auch da der Philipp. Schön, wunderschöner Schuss da. Wechsler. Schneller Pin da mal vom Tristan. So lang. Schön getroffen. Wie ist Timing da? Ah, oh, jetzt kommt er rechts lang wieder. Wechselt da immer ein bisschen ab. Tristan verliert den Ball. Ah, oh, Philipp ist jetzt gerade on fire. Ja. Merkt man richtig, er fühlt sich wohl. Wunderschöne 5er-Drehpass. Hat sich jetzt da Zeit. Und wieder der Stupser. Ah. Aussieht, als ob sie noch leicht dran gewesen wäre, aber ja. Ist Fall für rein. 3:1. Dann da wichtig, dass er da den Anschlusstreffer machen kann. 4:1. Wäre schon fast die Vorentscheidung im Satz. Wünschen uns ja sowieso einen 5-Setzer von dem her. Im Final. Das Problem. Schön gekippt von der Nathalie. Vierte Bande. Dann. Ah, ich habe das Gefühl, er probiert wirklich immer noch die schräge Option dort. Also, in den Ecken. Ich bin jetzt mit allen Männchen dort gestanden, die sie hat. Ah. Fange von Philipp. Und dann hätte er etwas schräger wollen. Ist eigentlich ganz gerade gekommen. Hat er eigentlich nicht schlecht gestanden, denkt es mir. Aber auch wieder sehr eine gute Quote in dem Satz, Philipp. Ja. Jetzt 2. Ich finde, das macht der Tristan jetzt gut. Es ist dort 4:1, aber er schießt gleich noch konsequent. Man nimmt das Timeout, einen Wechsel. Der Satz ist für den Tristan noch nicht vorbei. Was vorher? Defensiv Wechsel. Hm. Haben wir nicht zu viel gesehen in dem Match. Wo gewechselt wird. Nein, aber die Verteidigerinnen haben auch einen super Job gemacht. Hat auch keinen Grund gegeben zum Wechseln bis jetzt. Ja. Ist es. Jetzt sind wir noch kein Defensiv Wechsel. Nein. Kurz besprochen, sich dagegen entschieden. Defensivwechsel bietet sich ja vor allem an, wenn der Gegner ist Stürmer sehr oft durchspielt und sehr oft trifft. Und da hätten sie jetzt auch noch ein Timeout, um nachher wieder zurückwechseln können. Aber ich habe gefunden, nein, das passt so. Im Anschlusstreffer 4:3.
Ja, wenn es jetzt noch einer machen, ist 4-4 und das Spiel ist wieder offen. Ah, da kommt die Regel zum Zug. Beim dritten Mal Bande berühren ist es ein Foul. Man darf den Ball aber für die Bande wegnehmen, das zählt dann nicht als mehr die Berührungen. Das ist ja auch von PvP übernommen worden und allgemein jetzt auf Ulrich so gültig. Beim dritten Mal ein Bandenspiel im FIFA ist das ein Foul. Das Time abgenommen. Wieder. Der Knurr spielen. Wird. Der Tristan ist aber da am Ball. Drei verliert den Ball. Klemmt da. Klemmt. Was zum Satz Ausgleich. Ein starker Schuss, ganz kurz. Hat er auch wirklich wieder eine super Erfolgsquote auf dem Dreier. Ja, und das Spiel kriegt, was es verdient. Ein fünfter Satz. Ein sehr hohes Niveau da auf dem Spiel. Macht richtig Spass zum Zuschauen. Und anderen am Tisch. Also es ist niemand, wo man sagt, ja, ey, dort tappert es ein bisschen. Also dort ist die Position, wo so ein bisschen, wenn man dieser Person muss nicht so läuft, kann man da wirklich von niemandem sagen. Nein, da ist wirklich pro Satz unterschiedlich, wer Spiel den Stempel aufgedruckt hat, wie du gesagt hast, der erste Satz eher Verteidiger, jetzt Satz 3 und 4 eher Stürmer. Aber es ist nicht, weil die anderen schlechter würden spielen, sondern weil die speziell gut gespielt haben jetzt. Ich hätte noch eine Frage im Chat. Ja, Joschka, das ist das Äquivalent zur deutschen Meisterschaft, einfach in der Schweiz. Ja, die deutsche Meisterschaft gibt es ja noch. Also es gibt ja vom DTFB die deutsche Meisterschaft und dann gibt es noch die Uli deutsche Meisterschaft. Das ist von der Swiss Table Soccer Federation. Das ist das Äquivalent zum deutschen Tischfußballverband, also das ITSF. Und wir gehen in Entscheidungssatz. Schöner Block da. Philipp kann den Ball auch bei sich behalten. Ist da am Ball dran, kann ihn ablenken, dass natürlich den Ball kriegt. Ein harter Passversuch gewesen da von der Natalie. Und über die Bande an. Rückwand. Da vom Tristan gestoßen wird. In dem Satz geht es auf zwei Unterschiede. Ich habe das Gefühl, da werden wir vielleicht dann den einen oder anderen Defensivwechsel noch sehen. Wirklich super Timing da, der Philipp. Ja. Also, der ist außen rum noch. Okay. Das war dann gewesen. Oh, schön Kantenpass auf die Mitte. Schnell. Hast du gut, dass Stevie da mal das Spiel ein bisschen beruhigt. Jetzt ist gerade die letzten zwei Wellen ein bisschen hektisch gewesen. Schuss da. Dafür der Ball landet beim Tristan. Sehr glücklich.
Und jetzt kommt der Schräg endlich wieder mal wieder. Schräg raus, wenn er sieht. Ah, oder nicht? Ah, ist eigentlich was gerade. Mal viel Platz gehabt dort. Wer da vom Philipp? Jetzt. Ganz stark. Jetzt kommt der rechts lang vielleicht. Wechsler. Wunderschön. Ganz stark gemacht da von Philipp. Ausgleich. Ja. Was? Hat sich da mal noch ein bisschen mehr Zeit? Gibt der Divi. Und Nathalie, du machst es der Divi gleich. Sagt ja, wenn du einen hebst, dann muss ich auch. Philipp hat sich wieder entschuldigt. Der Stelle mal noch erwähnen. Ja. Divi bleibt hängen. Was von Tristan. Ihre Fehler gehen wieder gut. Tristan lässt sich da nicht wahnsinnig viel Zeit. Nein. Vierter Pass. Ball hat aber genug Trall da. In der Block. Philipp. Jetzt oben durchpassen, tatsächlich. Wieso nicht? Aus irgendeinem Grund kann er das auch. Oh. Stark. Und wieder ein Snake. Ganz kurz geschossen. Super Schuss. Okay. Schöner Schuss da von der Divi. Okay. Passversuch. Okay. Dann kann er aber nicht an. Hätten da noch Timeouts. Wäre vielleicht nicht der schlechteste Moment. Passt zum Ausgleich. Okay. Stupser aus dem Snake, ist das sie, oder? Ja, das ist, der macht da ab und zu so einen Snake-Pin. What the f... Okay. Kann man machen, Tristan? Ja, und? Ja, das sind jetzt halt zwei grobe Fehler von Tristan. Erst macht er so einen Snake-Pin, das heisst, er rollt noch weiter ab auf dem Handgelenk und schießt nachher fein. Und der zweite hat er einen Flügel probiert. Philipp nicht jetzt so. Vielleicht nochmal ein Timeout nehmen, wäre ja auch mal. Wäre sicher auch eine Option jetzt da. Aber ich glaube, der Tristan ist jetzt da gerade ein bisschen in seinem Film. Ivi sieht, was er macht und. Jetzt geht extrem gut wieder. Ja, und Matschball. Da der Philipp mit dem Championship Point. Da, zur Schweizer Meisterschaft. Und die macht er. Ja, bravo. Herzliche Gratulation da an Philipp und an Tivi. Stark gespielt. Hochverdient.
Und ja, Gratulation Tristan und Nathalie. Tristan, die zweite Silbermedaille an dieser Schweizmeisterschaft nach dem, dem Herren-Doppel. Jetzt auch Mixed. Sicher ein sehr gutes Turnier gespielt. Und ja, Nathalie nach dem Sieg letztes Jahr, dieses Jahr wieder auf dem Podest als Zweite. Herzliche Gratulation, sehr stark gespielt auch. Und wir schauen mal noch die Statistik auf dem Match, lasse ich vor. Ja, das sieht sehr ähnlich aus. Auf beiden Seiten. Ja. Hat sich also angefühlt sehr ähnlich. Ist ja immer ein bisschen einhergegangen. Tristan sicher am Schluss im letzten Satz nicht mehr ins Score reingekommen. Dort. Ja, oder ganz am Schluss. Stevie gut gekippt. Ja, dort hat es nicht mehr so im Flow gekommen. Und mit Philipp jetzt umgekehrt. Der hat sich im letzten Satz das Gefühl gehabt, jetzt kann ich eh alles. Jetzt kann ich auch mal noch ein bisschen oben durchpassen. Oder was auch immer machen. Klappt eh alles. Ja, dort hat er wirklich auch sehr, sehr gut geschossen. Und Gratulation an Stevie und an Philipp für ihren Titel. Ja, erster Schweizer Meistertitel für Philipp Gamper. Das hätte früher oder später mal müssen kommen. Es wird ein Interview geben mit der Siegerin und dem Sieger. Genau. Stevie hat schon ein paar Schweizer Meisterschaftstitel von der Damendisziplinen. Mixed weiss ich nicht, ob sie schon mal Schweizer Meisterin geworden ist. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Sagen, wir schalten da jetzt dann bald mal um. Und ja, wir schalten da gerade um aufs Interview. Philipp Gamper und David Teschler. Ich glaube, wir sind jetzt online. Erstmal herzliche Gratulation, Divi und Philipp, zum Schweizer Meistertitel. Vielen Dank. Nach dem Swiss Open, die zweite grosse Sieg als Mixed. Sehen Sie es richtig? Der Sieg geht in so.